Lieben, und herzlich willkommen bei den Hartmanns und dem Düring. Wir sind heute Morgen schon wieder früh unterwegs, und zwar geht es heute zur Blutabnahme für Carsten. Jo. Mein Schatz. Blut wollen sie mir abnehmen. Sowas aber auch. Mhm. Da hinten hinter dem Berg geht die Sonne auf. Oh, jetzt ist es schlecht. Ja, schlechte Laune wollte ich nochmal sagen. Ja, Auto parkt neben Kran, die schmeißen da vielleicht einen Scheiß drauf. Das ist nicht gut. Dann hat er keinen Bock, mit der Maske zu filmen. Nee, der hat schon Bock. Ich habe auch keinen Bock, mit der Maske rumzurennen. Sagen wir es mal so. Ich mache das zwar wegen der scheiß Corona-Kacke da, aber nerven tut nämlich ganz schön die Maske. Das ist so. Und dann ist er genervt, weil wir jetzt in so eine Klinik da gehen müssen, wo viele kranke Leute sind. Richtig. Und das mache ich ja mit Lernen und jetzt schon von Woche zu Woche mehrmals. Da kommen ja wahrscheinlich die meisten Ansteckungen her, ne, aus der Klinik, manchmal. Ja, so ist das, ne? Aber muss ich durch. Was soll's. Na gut. Dann kannst du noch was zu sagen? Sag nicht. Wir werden gleich noch ein paar Fragen beantworten. Okay. Wo machen wir denn das? Weiß ich, vielleicht, wenn wir zu Hause sind, weil es ist ja ein bisschen blöd jetzt hier. Ja, hier ist ein bisschen blöd. Ich kann kaum reden und meine Halsschmerzen. Muss ich noch lauter sprechen durch die Maske? Ja, siehst du. Also, das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Wir sind zu Hause, wir haben Brötchen mitgebracht. Jetzt frühstücken wir. Und Lea hat heute einen nicht so guten Tag. Die ist heute nicht so gut drauf. Gestern war sie richtig gut drauf und heute hat sie einen etwas mieseren Tag. Ja, ich würde sagen, Schatz, wir frühstücken jetzt und dann melden wir uns mit den und beantworten die Fragen. Ne? Ja, ich habe Hunger. Wir haben jetzt gefrühstückt, noch schnell ein paar Kleinigkeiten im Büro gemacht und jetzt gehen wir in unser Wohnzimmer, in dem die Couch immer noch fehlt. Wir haben jetzt hier vorübergehend dieses kleine, weiß ich nicht, zwei oder drei? Ein Ersatzcouch, ein Dreier ist das. Das steht also normal im Eingang von unserem Schlafzimmer, ne Schatz? Genau. Und da werde ich mich jetzt dazu setzen und dann werden wir die Fragen beantworten, die ihr uns gestellt habt. Wenn ich das kann mit meinen Halsschmerzen. Wenn ich, werde ich versuchen. Sagen ich was. Werde jetzt mal das auf euch aufs Stativ stellen. Ja. Das muss ich, glaube ich, niesen. Aber dann... Was ist das denn? Ist das ein Wunder, wenn ich erkrankt werde? Nee, ne? Nee. Oh, ich habe irgendwie jetzt zwei. Aber Carsten ist ja schuld, dass ich jetzt hier kränke. Weil der hat mich in der Kälte... In der Kälte dadurch mal Bär gejagt abends. Ich bin aber immer schuld, auch wenn ich sie am Bett liegen lassen hätte. Liegen lassen hätte, als ob ich samstags im Bett liege hier. Sollte ich das nicht verraten? Hättest du besser etwas in der Sonne, aber das wäre auch schön. So. Apropos Sonne, heute ist das letzte Mal sonnig für die nächsten Tage. Legt sich dann raus. Ich glaube, der Wind ist ein bisschen frisch, ich glaube, ich glaube, es ist arbeiten. Naja, wir werden jetzt noch ein paar Fragen beantworten. Und zwar haben uns einige von euch unter YouTube, oder beziehungsweise zwei, haben uns unter YouTube Fragen gestellt. Einmal die liebe Lia. Liebe Grüße an dich, Lia. Lia hat nämlich kein Instagram und hat uns gebeten, mal ein paar Fragen zu beantworten auf YouTube oder deine Umfrage zu machen. Und die werden wir beantworten. Und dann habe ich ein paar private Nachrichten noch bekommen auf Instagram. Und ja, die teilweise immer wiederkehrend waren. Die erste Frage von der Lia: Wieso seid ihr nach Spanien gezogen? Willst du zuerst an mir gezogen werden? Dann würde ich mal nur meine Tonausnahme stellen. Also, ich bin hier hingezogen wegen Lea und ihrem Vater damals. Der wollte damals auswandern nach Spanien. Wir haben zusammen eine Firma gekauft. Ja, das war eigentlich so ganz grob der Grund, warum ich hier hingezogen bin. Und ich wegen der Liebe und wegen der Sonne, also wegen ihr quasi. Ja, dann möchte ich Lia noch wissen, wie alt ist Carsten? Muss ich das sagen? Ja. 54 bin ich. Lea ist 15 und ich bin 41. Könnt ihr mal Deko-Tipps für ein Bett machen? Kannst du gute Deko-Tipps im Bett geben? Ich jetzt nicht so besonders, aber du kannst ja machen, schön, da gibt es ja ein Hotelzimmer so aus Handtuch, Schwäne gefaltet, so groß und dies und das. Da kannst du ja mal schauen. Aber Lea könnte da vielleicht mal was machen. Ich würde mal mit Lea sprechen. So, dann hat die Leonie auch drei Fragen.
Erstmal lieben Grüße an dich, Leonie. Habt ihr nicht Angst, bei den hohen Corona-Infektionszahlen in Spanien immer in den Krankenhäusern zu sein? Doch. Das haben wir. Das ist wirklich schlimm. Es gibt ganz viele so Krankenhäuser und Ärztezentren, wo wirklich die Leute Abstand halten, wo wenig los ist, wo die Leute draußen warten müssen. Allerdings letzte Woche in Malaga da, im Parque San Antonio, wo wir zum MRT waren und zum Gehirnströmen messen, da waren beim MRT unten der Wartesaal gerammelt voll. Also da ist es schon wirklich, also wir haben da schon Angst und machen auch wirklich das Nötigste, was sein muss. Also die ganzen Untersuchungen für Lea und so, und ich habe auch manche Vorsorgeuntersuchungen, die ich immer wieder verschiebe, weil die einfach nicht so nötig sind. Ja. Wenn wir dann nach Hause kommen, wir ziehen immer direkt unsere Kleider aus, wir kommen direkt in die Wäsche, in die Waschmaschine. Ja klar, sowieso immer mit Mundschutz. Immer so eine Desinfektionsschleuse quasi. Ja. Also wir haben Angst, aber ich habe auch manchmal Angst mit den beiden Frauen hier allein. Also das, die Ängste sind halt da. Hast du jetzt mehr Angst vor Corona oder vor uns? Das überlegt, naja, was du sagst. Naja. Siehst du, siehst du? Und ich will keine Angst hier haben, geht schon wieder los. Die Ansteckung wird für mich lauert ja überall sowieso. Ja. Braucht Lea nicht mehr Kontakt zu jungen Leuten, weil sie sich seit März ziemlich abgeschottet in eurem Haus lebt? Ja, braucht sie. Auf jeden Fall. Also es ist ganz, ganz schlimm, ja, dass Lea so keinen Kontakt zu ihren Freunden hat. Also nur online natürlich. Die Skype schon lange mit ihren Freundinnen, mit ihren Freunden. Aber dieser persönliche Kontakt, glaube ich, der fehlt ganz, ganz immens. Der fehlt ja auch uns. Ich weiß eigentlich nur Lea, wir brauchen das eigentlich auch. Aber für Lea, also finde ich es richtig, richtig schlimm. Aber wir können ja in der aktuellen Situation leider nichts daran ändern. Ja. Will Lea wieder weitermachen mit dem Model wie im Januar in der Fashion Week Berlin? Ja, also möchte Lea auf jeden Fall. Will sie schon, aber Corona geschuldet setzen wir das auch aus. Ja, sie hat auch ein paar, hatte auch einige Anfragen für so kleine Modeljobs, Modenschauen, auch ein Shooting und so. Dann hatte sie auch eine Anfrage für so eine kleine Rolle in so einem kleinen Film. Aber das mussten wir jetzt alles absagen wegen Corona halt. Und halt jetzt auch aus gesundheitlichen Gründen von Lea. Also das Shooting hätten wir wahrscheinlich gemacht, aber da wir in Deutschland waren, dann mit der Reiserei und so, haben wir gesagt, nee, das ist ja dann derselbe Kram. Ne? Ja, ist das Risiko mit Corona einfach viel zu groß. So, dann möchte die Sophie wissen, warum hatte Lea von Mitte August bis Mitte September eine Social-Media-Pause gemacht? Ja, weil es ihr ja schon da nicht so gut ging und ihr da alles bisschen, also es war ja alles stressig, ihr ging es gesundheitlich nicht so gut, sie wollte das aber auch noch nicht so nach außen kommunizieren. Dann gab es auch viel Druck, wenn Lea mal einen Tag sich nicht oft in den Stories gemeldet hat oder nicht so schnell auf die Nachrichten geantwortet hat, dann kam halt so Druck. Warum meldest du dich nicht und so? Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine Social-Media-Pause von 4 Wochen in der Hoffnung, dass Lea danach auch wieder fit ist. Dass sich das jetzt alles so länger rauszieht, konnte ja keiner wissen. Ne? Jetzt kommt auch eine tolle Frage von Susi. Habt ihr euch mal Gedanken um Leas Gewicht gemacht? Sie ist viel zu dünn und untergewichtig. Ausrufezeichen. Was seid ihr für Eltern, die ihr Kind hungern lassen, damit es Modelmaße hat? Kein Wunder, dass es ihr so schlecht geht. Ja, so sagt man, so kann ich nur sagen, wir sind ganz schlau. Wir lassen ja nicht nur hungern für die Modelmaße, sondern wir sparen auch Geld für Lebensmittel. Ne? Wie pfiffig, wa? Tut mir leid, Susi, aber erst denken, dann schreiben. Also wir haben uns nur Gedanken um Lea und wir sind wahrscheinlich gute Eltern, weil das Kind ist das Wichtigste und Gesundheit des Kindes für uns und da lassen wir nichts auf uns kommen. Ja, also ich mal ganz kurz mal angemerkt, Lea ist 1,73 Meter groß und wiegt 55 Kilo, das entspricht einem BMI von 18,4, also sie ist normalgewichtig. So, und Lea isst sehr viel, die müsste im Ruhezustand, und da sie im Moment oft im Ruhezustand ist, weil sie ja, wenn sie so viele Spinnenanfälle hat, oft auch wirklich viel hier rumliegt und so, müsste sie so um die 1500 Kalorien einnehmen. Wenn die jetzt noch wächst oder so, bis zu 2000 Kalorien, und Lea, die futtert jeden Tag mindestens 2500 Kalorien, also weit über 2000 Kalorien, die isst gut, die hat halt einen super Stoffwechsel und nimmt nicht zu und alleine. Also ich bin da wirklich über so Sachen bin ich schon ein bisschen enttäuscht, wie man sowas schreiben kann. Was seid ihr für Eltern, oder? Gut, aber lass ich eigentlich einfach, ich weiß ja, was unsere Eltern sind, von da ist mir ziemlich egal. Wir haben das jetzt auch erklärt und fertig, ne? Ja. Dann hat die Sarah mir über Instagram geschrieben, warum hast du dich vor einer Woche so aufgeregt wegen Leas Post mit dem EKG?
die meinen das Langzeit-EKG. Was kamen da für Reaktionen? Also Lea hat ja so einen Post gemacht, in dem sie dieses Langzeit-EKG, also ein Foto mit ihrem Langzeit-EKG, und hat dann einen Spruch darunter geschrieben. Ich werde euch das mal hier irgendwo einblenden. Und da kamen dann ein paar Reaktionen. Daraufhin habe ich am nächsten Tag eine Story bei mir auf Instagram gemacht. Also wenn ihr uns nicht auf Instagram folgt, macht das bitte. Dann bekommt ihr auch noch ganz viele andere Sachen mit. Und da kamen zum Beispiel Reaktionen einmal von Larissa. Die hat unter diesem Post von Lea einen Kommentar geschrieben. Meine Fresse XR, ihr tut so, als ob sie gleich stirbt. Ein 24-Stunden-EKG hat jeder schon mal und ist alltäglich. Meine Fresse, die Alte, scheint Aufmerksamkeitsprobleme zu haben. Also, und da kamen noch mehr Sachen, ich lese noch ein paar gleich vor, aber da über sowas rege ich mich dann auf. Erstes Mal ist für mich ein 24-Stunden-EKG nicht alltäglich und auch für ganz viele von euch wahrscheinlich auch nicht, weil ganz viele haben geschrieben, Lea, was hast du denn da? Ich würde sagen, das 24-Stunden-EKG an sich ist aber per se nichts Schlimmes. Ne? Das ist nur mal eine Routine zum Checken, was vielleicht dahinter stecken könnte, Schlimmeres. Ja, aber meine Fresse ist alltäglich, also glauben wir nicht jeden Tag. Ja, klar. Aber das haben viele schon mal gehabt, das ist ja nicht so schlimm. Ja, und halt dann diese Meinung, und dann ging das da hin und her und so, können da bei Lea auch im Post mal gucken. Ich finde ja, wenn jemand so wie Lea sein Leben zeigt, und die macht immer 24-Stunden-EKG, dann wird das ja dazu zum Leben. Hm. Das macht man ja nicht. Geht ja nicht extra zum Arzt, sage ich, so ein Ding haben, damit Aufmerksamkeit im Netz kriege, ne? Sondern das macht man, weil es halt gerade passiert im Leben. Ja, vor allem, das hat ja Gründe. Und die Leute, die Lea schon länger verfolgen, die wissen ja, Lea hat von Geburt an ein Loch im Herzen. Lea hat seit einem halben Jahr jetzt gesundheitliche Probleme oder so. Und naja, ich finde es dann immer so ein bisschen blöd, wenn da irgendwelche Idioten sowas schreiben. Das ist aber noch lange nicht die Spitze des Eisberges. Dann hat so ein Lukas geschrieben bei Lea, Treffen? Ein paar Tage vorher eine Nachricht, daraufhin hat Lea nicht reagiert. Dann schreibt er kurz wieder nach Aufmerksamkeit betteln. Das ist auch immer geil. Da kommen ganz oft so Nachrichten, Leute wollen Kontakt mit Lea. Hey, du bist toll und so. Und Lea antwortet nicht direkt, weil sie auch oft nachhängt, gar nicht dazu kommt, alle Nachrichtenzeiten zu beantworten. Und dann werden die auf einmal total, die Superfans werden auf einmal total beleidigend. Ne? Das ist immer echt mies. Und dann kamen noch andere Nachrichten, die habe ich direkt gemeldet und auch gelöscht dann auf Instagram an Lea bekommen. Von einer zum Beispiel, na du Schlampe, willst du wieder Aufmerksamkeit? Okay, dann lachen wir drüber auch Lea, wir löschen den Kommentar. Aber Hater gehören dazu, das ist so. Ja, aber was, und dann hoffentlich verwechselst du an deiner Scheiße. Na gut, das geht das gar sind nicht. So Sachen, die gehen für mich überhaupt gar nicht. Nee, das geht gar nicht. Das ist hochgradig asozial. Ja. Oder hier. Hey, schreibt eine. Dann einen Tag später, Tag 1, an dem Lea nicht antwortet. Dann Tag 2, Tag 3, wenn Lea nicht antwortet. Und am Tag 4 schreibt sie, du glaubst halt auch, du wärst die Schönste, du eingebildete Schlampe. Tust so, als ob du ein Model bist. Dabei bist du nur einfach nur hässlich, du Opfer. Manche haben auch geschrieben, du unter Kommentaren. Ja, oder auch wo Lea Storys gemacht hat von der Fashion Week. Dann läuft Lea als Model auf der Fashion Week und dann schreiben die drunter, tust du, als ob du so ein Model wärst, du Opfer oder so. Und dann denke ich, hä? Die ist Model. Auf jeden Fall ist als Model auf der Fashion Week gelaufen und in dem Augenblick quasi definitiv ein Model. Ja, und dann kam noch, als ob du krank bist, du hast bloß keine Lust auf Schule. Klar, Lea ist seit März wegen der Ausgangssperre 3 Monate eingesperrt gewesen. Danach aus gesundheitlichen Gründen nicht vor die Tür gegangen, also als einmal mit einer Freundin getroffen. So, und das macht man bestimmt extra, 7 Monate zu Hause bleiben. Selbst in den Ferien hat sie sich mit keinem Freund getroffen, weil sie krank war. Ja, sowas geht für mich irgendwie gar nicht. Nee. Oh mein Gott, mir ist schwindelig, ich kann nicht zur Schule, ich armes Mädchen. Bitte schenk mir Aufmerksamkeit. Alter, wie erbärmlich bist du. So, ja, Leute. Da steht so und Lea ist ja auch, geht damit super und mit den ganzen Hatern und so, das ist ja total cool. Ne? Und ganz oft kam auch in deinen Stories und deinen Fotos siehst du aber ganz schön fit aus. Das ist natürlich auch so und deshalb bin ich jetzt froh, dass Lea jetzt mal ein bisschen da weniger macht, weil es war wirklich so, Lea hat ja immer Stories nicht so oft morgens, mittags, abends so gemacht, wie er das schon früher gewohnt hat, sondern halt immer, wenn sie einigermaßen ging, sich fertig gemacht hat, man Outfit of the Day. Und die Stories aber halt nur immer, wenn sie gut ging. Ich meine, wer legt sich schon dahin oder liegt morgens im Bett am Zittern oder ne, hat schlechten Blutdruck und geht einem schlecht oder kippt um und setzt das alles bei Instagram rein. Naja.
Aber wir haben auch ganz, ganz viele liebe Nachrichten bekommen von Menschen, die selber solche Symptome wie Leer haben oder in der Familie sowas haben. Die haben uns ganz viele Tipps gegeben, zum Beispiel, dass wir mal die Schilddrüse untersuchen lassen sollen und generell die Hormone, haben ganz viele geschrieben. Allerdings die Schilddrüsenwerte waren in letzten Blutuntersuchungen bei Leer immer in Ordnung. Also wir glauben nicht, dass es daran liegt. Und dann haben auch viele geschrieben, junge Mädchen auch, die Probleme mit dem Eisen haben, Eisenmangel, aber auch der Eisenwert ist bei Leer absolut in Ordnung. Also Leer hat auch keinerlei Nährstoffmangel. Also in jedem Blutbild gibt es da keine Probleme. Es hat eindeutig eine andere Ursache, weil viele schreiben ja auch, weil Leer kein Fleisch ist oder also, nimmt zu wenig Nährstoffe zu sich. Also da ist es super abgedeckt. Ja, ja. Ja. Und das waren eigentlich so die wichtigsten Fragen, die jetzt so gestellt wurden in den letzten 2, 3 Wochen. Ja. Und das wollten wir euch heute jetzt mal beantworten. Genau. Jetzt musst du weitermachen, dann heißt es immer mehr, weil ich habe auch gebabbelt wie sonst was. Ja, ich kann mal nicht sowas. Was soll ich denn fragen? Du hast jetzt noch ein paar Fragen geben können, das nicht übersehen müssen. Aber egal, jetzt haben wir es. Ja, wenn ihr ansonsten noch Fragen habt, dann schreibt die gerne wieder rein, dann machen wir nochmal so ein Ding und beantworten Fragen. Ne? Ja, also wir werden generell ja alle Fragen auch in den Kommentaren beantworten. Also wenn ihr eine Frage habt oder so, also schreibt uns gerne einen Kommentar. Und wir werden mit Sicherheit nochmal irgendwann ein richtiges FAQ-Video machen. Und das kündigen wir dann aber frühzeitig wieder an. Genau. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dicken Daumen nach oben oder auch unten, egal. Schreibt in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, abonniert den Kanal, das wäre cool. Und die Glocke aktivieren. Okay. Und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, tschüss.